Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute ist wieder das Aufgebraucht-Video dran in dem Bereich Pflege. Also die Kiste ist wieder ramme voll. Wie ihr seht, also es passt nichts mehr rein. Ich habe jetzt auch schon drei Produkte so nebenbei liegen, weil die relativ groß waren. Und ich würde sagen, los geht's. Mal gucken, was da alles drin ist. Also ich muss sagen, die ging recht flott jetzt voll, weil es auch immer große Produkte sind. Und deswegen möchte ich jetzt immer, wenn die Kiste halt voll ist, ein Aufgebraucht-Video drehen. Und ich würde sagen, los geht's. Als erstes habe ich aufgebraucht hier von Cien die Handseife mit Granatapfel. Hat mir gut gefallen. War mal als Goodie sozusagen von Lidl. In der App konnte man sich so einen Gratis-Coupon mal, da konnte man sich eine Seife dann aussuchen, da gibt es ja immer etliche Coupons, ne? Da gucke ich ja auch immer und da gab es die dann halt umsonst und da hatte ich mir die Granatapfel mitgenommen und war wirklich gut. Und dann habe ich auch noch aufgebraucht von Isana diese Bodylotion hier, das war ja so ein Pumpspender, das war mit Kirschblüte und Reismilch, hat mir sehr gut gefallen vom Duft her. Ist mit dem Extrakten aus Kirschblüte, Reis und Milch. Habe ich noch eins mit Hafermilch, glaube ich, da. Seht ihr dann in der Bodylotion-Sammlung. So. Ist aus der Naturgeheimnisse-Serie gewesen und für trockene Haut. Hat mir sehr lange gereicht, weil da waren 300 ml drin. Und ja, Bodylotion brauche ich halt nicht so oft, nicht so viel auf. Genau. Ich habe auch noch etliche Bodylotions da, aber dazu mehr in der Sammlung dann. Dann sind nochmal Slip-Einlagen leer gegangen. Hier waren das die Active Shape in Normal. Die kaufe ich eigentlich immer nach. War jetzt so eine alte Version gewesen. Die sehen mittlerweile anders aus, aber das sind eigentlich meine Favoriten. Dann haben wir aufgebraucht hier von Don2Dent die Hoch- und Tiefzahnbürsten in der Stärke Mitte. Kaufe ich auch mal nach. Das ist ja immer so ein Vorratspack mit 3 Stück drin. Ja, deswegen kaufe ich immer gerne. Genauso wie von Procodent diese für unser Kind. Diese Zahnbürste, die ist ja von 0 bis 3 Jahre, kann man die verwenden. Und ja, ich weiß gar nicht, ob sie nochmal kommt. Wir waren jetzt relativ oft krank, so hintereinander auch, ja, so Erkältung und Magen-Darm und sowas. Da wechselt man das ja auch. Also bei jeder Erkrankung sollte man die Zahnbürste wechseln. Machen wir natürlich auch. Deswegen geht halt öfters auch mal was leer. Ja, aber die mag ich sehr, sehr gerne und kaufe ich auch immer wieder nach. Hat zwar keinen so einen Gumminopf unten dran zum Fest tun, aber dadurch, dass wir die Zähne putzen, ist das eigentlich egal. Deswegen kaufe ich das nach. Und den Bürstenkopf, den finde ich auch ganz gut, deswegen. Dann hat mein Freund aufgebraucht von L'Oreal Men Expert hier dieses Ultimate Vitality Duschgel. 100% für den gestressten Mann steht hier drauf. Ist ja immer so ein 3-in-1 Produkt und hat sich immer geholt. Hat er jetzt leer gemacht. Ja, genau. Dann das Duschpeeling von Aveo ist leer gegangen. Samtweiche Haut. Das hatte ich ja in meiner Beautybox drin und das ist jetzt leer. War so eine blaue Konsistenz mit so einem ganz kleinen Pielekörnchen. Für ab und zu finde ich das ganz in Ordnung. Deswegen, ja, das dann einmal. Ich denke gleich zweimal, hole ich gleich mal beide raus. Von Procodent, die Zahn- und Zahnfleisch. Mundspülung kennt ihr schon, kaufen und meine Nase juckt. Dann von Isana den Rasierschaum Zanozon. Das war mit Sonnenduft gewesen. War mal so eine limitierte Edition mit originalen Zanozon-Duft. Und ja, ist jetzt sehr gegangen. Zwar im Winter, aber das ist mir relativ egal, was ich da benutze. Man spült es ja eh relativ schnell wieder ab. Also von daher tut seinen Job auf jeden Fall. Deswegen war in Ordnung. Dann habe ich ein Shampoo leer gemacht von Garnier Fructis, dieses Banana Hair Food Shampoo für trockenes Haar. Habe ich, glaube ich, auch noch. Ne, ich habe gar nichts mehr von der Banana Hair Food Reihe da. Ich wollte gerade sagen, die Haarkur, die hatte ich mal gebraucht von der Franzi bekommen, weil sie die nicht mochte, hatte ich ihr das irgendwie abgekauft. Aber war in Ordnung, würde ich jetzt aber nicht direkt sofort nachkaufen. Ist jetzt auch okay mit dem Duft her. Deswegen, ja, es gibt andere Sorten auch, die ich noch da habe und noch andere Shampoos und so weiter und so fort.
Dann habe ich hier eine Badekugel aufgebraucht mit dem süßen Mops drauf. Die hatte ich zum Valentinstag bekommen. Ja, die hatte ich mal zum Valentinstag bekommen, so. Und fand ich sehr niedlich. Ja, hat auf jeden Fall mir gefallen. Dann habe ich hier nochmal, ich habe hier nochmal Slip-Einlagen drin. Das ist jetzt die neuere Version, Active Shape. Genau, die dann. Dann habe ich eine Handcreme aufgebraucht von Galasan. Die hatte ich mal von der Arbeit mitgenommen. Da hatten meine Chefs mal von ihrer von ihrer Familie sozusagen, so eine Goodies bekommen, weil die eine in der Kosmetikabteilung arbeitet. Und da hatten das an uns verteilt und da hatte ich mir halt die Handcreme rausgenommen, weil Fußcreme und sowas habe ich eigentlich noch da und habe auch da eigentlich meine Favoriten. Deswegen, die fand ich wirklich gut. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht und zwar dieses hier von Isana. Dieses Zeit für Erholung Duschgel mit weißem Teeduft war in Ordnung. Hat jetzt aber nicht ganz so im Winter reingepasst, muss ich sagen. Das war eher so ein erfrischender Duft. Musste jetzt aber trotzdem mal leer werden, deswegen habe ich es auch aufgebraucht. Aber würde ich nicht wieder nachkaufen. Dann habe ich eine Gesichtscreme leer gemacht und zwar von Alcina, den Skin Manager. So sieht das aus. Hatte ich mal auf der Glow bekommen, 2 Stück an der Zahl. Und habe ich noch eins auf jeden Fall da. Fand ich auch in Ordnung, hat gut gepflegt. Das ist ja so eine Anti-Pollution-Creme fürs Gesicht. Und ja, fand ich wirklich klasse. Dann habe ich noch eine kleine Bodylotion aufgebraucht. Und zwar aus dem Adventskalender war die mal gewesen. It's a Magical Time mit Vanille und Candy-Duft. War in Ordnung, hat mir so für 3, 4, 5 Mal gereicht oder so und musste jetzt auch mal leer werden. Davon habe ich auch noch etliches da, also von diesen kleinen Sachen. Dann habe ich die bedruckte Tuchmaske leer gemacht, Be Fantastic von Balea. Mit dem süßen Giraffen drauf, sah sehr, sehr witzig aus und war mit Hyaluron und Papaya-Extrakt. Gibt es glaube ich auch so nicht mehr, aber ich mag die ganz gerne. Dann noch eine Crememaske und zwar Pearl & Glow von Balea. Gibt es auch nicht mehr, war aber trotzdem sehr, sehr angenehm vom Duft her auch. War mit Extrakten aus Perlen und Mondstein, war so schimmernd und fand ich gut. Dann noch ein Duschgel, beziehungsweise ein Duschcreme ist das, glaube ich. Ja, Cremedusche von TT Semt. Hallo, Herzenswärme. War mit Feige und Orangenöl, war ganz okay. Aber was mich halt bei TT Semt stört, das ist ja so eine, steht ja auch da drauf, eine Cremedusche, also nichts Schäumendes oder so. Da habe ich immer das Gefühl, ich werde nicht richtig sauber. Also keine Ahnung, ob das nur Einbildung ist oder so. Die werden bestimmt sauber machen, ja, aber es ist halt komisches Gefühl. Ja, aber vom Duft her war es in Ordnung. Dann habe ich ein Deo leer gemacht und zwar dieses hier von Adidas, das Control Ultra Protection. Das mag ich sehr, sehr gerne, würde ich auch mal immer wieder nachkaufen. Ich glaube, da gibt es nur eine Sorte von Adidas, oder? Kann das sein? Aber auf jeden Fall, der Duft gefällt mir richtig gut. Dann habe ich noch eine Spülung leer gemacht und zwar die Seitenglanzspülung von Balea. War sehr, sehr flüssig, aber für zwischendurch finde ich es ganz in Ordnung. War mit Frangipani-Duft für glanzloses und stumpfes Haar. Hat auf jeden Fall sehr gut gepflegt. Nur, wie gesagt, sehr flüssig, aber so war es okay für zwischendurch mal. Da muss nicht immer so die teuren Produkte sein, ne? Dann nochmal eine Procodent-Zahnbürste, wie gesagt, aus gegebenen Anlass. Dann habe ich aufgebraucht, beziehungsweise neu in der Dusche jetzt drin, diesen Bimpf-Schwamm von Balea. Finde ich auch gut, für zwischendurch halt mal, um die Hornhaut zu entfernen. Ja, muss halt auch mal öfters ausgetauscht werden. Dann von Country Colors wieder meine Haarfarbe, die Intensivtönung besser gesagt. Die 66 Peru Nougat Braun mag ich nach wie vor und würde ich auch jetzt wieder nachkaufen. Die Tuchmaske ist leer gegangen von Isana, die Berry Dream. Auch super hübsches Design, hat mir auch gut gefallen. War so Blumen- oder Beerenmotiv besser gesagt und mit Hyaluron und Waldbeerenextrakt habe ich, glaube ich, auch nochmal da. Also gefällt mir wirklich gut. Dann ist leer gegangen das Intensivcremebad von Penaten.
Pinaten mag ich sehr, sehr gerne und würde ich auch wieder nachkaufen. Ich mag auch gerne das Gute Nachtbad, also für unser Kind, ja, nicht für mich jetzt selber, weil da habe ich genug anderes Zeug, aber für mein Kind benutze ich das immer sehr gerne. Und auch das Gute Nachtbad haben wir jetzt gerade in Benutzung. Ja, sowas halt. Genau. Es gibt ja, glaube ich, auch noch so ein Kamillenbad. Aber ja, da muss ich halt gucken, wenn ich wieder was brauche, was ich dann hole. Aber das finde ich ganz gut. Hatte ich allerdings im Rossmann geholt, glaube ich. Weil im DM dieses Intensivcremebad nicht gab. Genau. Dann habe ich hier noch eine Kollagen-Maske aufgebraucht mit dem Schweinchen drauf. Hatte ich mal als Geschenk im Trash-Wanderpaket. So, fand ich wirklich gut. Genauso, nee, das hat mein Freund aufgebraucht. Dieses Dresdner Essenz, schön, dass es dich gibt, mit Bio-Granatapfel und Arganöl. Auch sehr, sehr gut geduftet. Ja, sehr, sehr intensiv, also wirklich klasse. Dann habe ich Hydrogel-Augenpads leer gemacht. Mit der Drachenfrucht. Ja, sowas benötige ich sehr oft, beziehungsweise mag ich auch sehr gerne zu benutzen. Deswegen habe ich auch immer etliche da. Dann habe ich aufgebraucht dieses Dresdner Essenz Winterbeerenbad. Hatte ich einfach mal Lust drauf jetzt. Ist mit Beerenduft und Mandelöl gewesen. Ja, es ist ja jetzt noch relativ kalt eigentlich, deswegen kann man sowas ja auch verwenden. Dann haben wir noch aufgebraucht für unser Kind hier dieses TT-Sept Bad. Das war ein Schaumbad gewesen, T-Rex World. Ja, war ganz lustig gewesen, war mit Apfelduft, hat sehr, sehr gut nach Apfel gerochen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wollte ich aber auch trotzdem wieder nachkaufen. Dann habe ich hier noch diese Watermelon-Tuchmaske leer gemacht vom Action. Beziehungsweise von The Beauty Department war das gewesen. Gibt es ja auch etliche Geruchsrichtungen und ein Nachkaufprodukt. Genauso wie die von The Mask Doctor, die Niacinamide. Da gibt es auch immer etliche Varianten und war auch super. Und dann habe ich nochmal Augenpads leer gemacht und zwar die mit Kaktuswasser. Auch die würde ich nachkaufen. Ist ja so eine günstigere Variante zu dem Beauty und tun genauso ihren Job. Also von daher kommen die auch wieder nach. Dann habe ich noch gebadet in Dreamcatcher Tracker Moon. Diesen hier. Ist auch schon sehr alt, diese LE und musste jetzt auch mal weg. Tuchmaske Sweet Kurkuma habe ich leer gemacht. Ja, ist mit Kurkuma und Kaffeeextrakt. Hat mir nur so vom Duft her nicht gefallen. Ansonsten war es in Ordnung, aber der Duft mochte ich nicht. Deswegen kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich auch noch eine Fußmaske leer gemacht von Barfuß. So sieht die aus. Summer Wipes war das gewesen. Mit Kaktusfeigenextrakt, Panthenol und Keratin. Hat sehr, sehr gut gepflegt. Hat mir bestimmt so für 5, 6, 7, 8 Mal, keine Ahnung, gereicht. Ich habe immer so ein bisschen halt aufgetragen, dann Strumpf angezogen, nach dem Duschen meistens. Und hat mir, wie gesagt, sehr lange gehalten. Würde ich tatsächlich auch nachkaufen, aber Müller ist ja nicht so hier in der Nähe bei uns. Aber Fußmaske allgemein würde ich mir auch öfters jetzt mal nachkaufen dann. Sind auf jeden Fall pflegender wie Fußcreme. Genau. Dann habe ich hier noch eine Maske und zwar die Avocado- und Kollagenextrakt. Ich glaube, die sehen mittlerweile anders aus, aber ja, fand ich wirklich gut. Dann habe ich hier noch das Fußpeeling passend dazu, zu Barfuß Summer Wipes. Auch das war in Ordnung, aber die Maske hat mir besser gefallen. Dann Cardia Vera Stay Hydrated Hydrogel Augenpads. Sind genauso wie die von Balea und Isana. Also von daher, ja, und Cardia Vera komme ich ja nicht so ran, deswegen wahrscheinlich eher die anderen nachkaufen. Dann haben wir hier noch eine Wind- und Wettercreme leer gemacht von Nivea Baby. So sieht die aus. Die hatte ich mal in einer Windeltorte geschenkt, also als Geschenk in einer Windeltorte drin. Und daraufhin haben wir die dann halt benutzt und wieder nachgekauft. Also von daher, die finde ich wirklich klasse. Ja, ist sehr, sehr reichhaltig und würde ich auch wieder nachkaufen.
Entschuldigung, beziehungsweise mir auch mal mehr von Nivea Baby angucken. Oder auch mal von, wartet, wie heißt das andere? Pedi Protect. Da schwören auch sehr, sehr viele drauf. Also von daher, joa. Dann habe ich hier noch ein Shampoo leer gemacht. Und zwar dieses kleine hier von Gliscor. Total Repair, so. Hatte ich auch mal als Geschenk in einem Trash-Paket. Und ja, ich mag ja davon die Sprühspülung sehr, sehr gerne. Hatte aber allerdings jetzt außer dieses kleine noch kein weiteres Produkt aus der Reihe. Würde ich mir aber tatsächlich mal angucken, wenn ich irgendwas benötige. Dann habe ich noch aufgebraucht eine Badekugel von Fesh. Das war eine Badekugel mit Glücksbotschaft. Hat sehr, sehr gut geduftet. Also richtig so parfümmäßig. Hatte ich auch zum Valentinstag bekommen. Und ja, fand ich sehr klasse. Fand ich niedlich auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch zwei Mascaren. Und dann war es das auch schon mit der Pflegebox. Also die ist dann leer. Kann wieder fleißig gesammelt werden. Ich habe einmal aufgebraucht die Bad Girl Bang Mascara von Benefit. Das war so eine kleine Variante. Hatte ich, glaube ich, mal im Douglas Hall mal geholt. Oder als Goodie irgendwie dazu, keine Ahnung. Irgendwo drin war sie auf jeden Fall. Fand ich sehr gut und würde ich tatsächlich auch nachkaufen. Aber ich weiß nicht, wie teuer die ist. Da wird es, glaube ich, eine billige von Catrice oder Revive the Loop oder Loves Me oder sowas auch tun, denke ich mal. Oder Essence. Deswegen, ja, mal gucken. Und weil wir gerade dabei sind, Rival, Loves Me. Die Mega Lash Booster Fake Lashes Mascara hatte ich jetzt auch länger in Anwendung, war jetzt nicht mehr viel drin, beziehungsweise ist jetzt relativ ausgetrocknet gewesen. Konnte ich halt deswegen nicht mehr benutzen, deswegen ist die auch noch leer gegangen. Aber so ist ja gut, wenn ich halt ein bisschen Mascara auch mal aufbrauche, ne? Genau, das war jetzt die Pflegeabteilung. Haushalt kommt ja wie jetzt halt üblich extra. Das ist eigentlich auch jetzt wieder dran. Das werdet ihr dann auch demnächst sehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert doch gerne kostenlos meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.